Was ist damit? Sony. Los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, was ist denn da eigentlich los bei Sony PlayStation? 900 Angestellte und ein geschlossenes Studio im Februar. Dann haben wir im Mai dieses große Helldivers 2 Debakel, wo man sein Steam-Konto mit dem PlayStation Network-Konto verbinden sollte, das nicht mal über die ganze Welt funktioniert. Ja, und dann hatten sich die Spieler gewehrt und dann war es eigentlich gut, dachte ich zumindest. Aber das stimmt leider nicht ganz und das schauen wir uns jetzt mal an. Zur Situation können wir erstmal festhalten, 900 Angestellte wurden über alle möglichen verschiedenen Studios entlassen und das Studio PlayStation London Studio wurde tatsächlich geschlossen. Die 900 Angestellten wurden zum Beispiel auch bei Naughty Dog entlassen, die uns ja Last of Us gebracht haben, oder sowas wie bei Sony Studios Guerrilla Games, Horizon 2 Forbidden West. Alle sind irgendwo betroffen und haben Verluste zu vermelden, aber wie gesagt, nur ein Studio wurde geschlossen. Grund dafür ist ja wieder mal die, sag ich mal, Kalkulationen, die man hatte innerhalb von Corona und die Nachwirkungen hat, weil die Verkaufszahlen jetzt nicht mehr so sind, wie man es erwartet hätte. Dazu kommt aber nochmal später ein Video. Das ist ja mittlerweile kein Einzelfall und würde jetzt Sony nicht unbedingt herausstechen lassen in all diesen Vorfällen von Leasungen von Studios, Entlassungen innerhalb der Gaming-Branche, eben wegen diesen Kalkulationen zur Corona-Zeit. Doch die Situation um Helldivers 2 hat die ganze Situation wieder ins Rampenlicht gerückt und Sony mehr unter Druck gesetzt. Dabei ist ganz klar, dass Helldivers 2 ein absoluter Kracher war, absolut gehypt war und ich fand den Trailer auch sehr interessant und die Idee dahinter super. Das Problem dabei war aber einfach, dass Helldivers 2 rausgekommen ist. Man konnte es halt spielen ohne Probleme. Und nach dem Release hat sich dann Sony gedacht, jetzt machen wir mal eine Account-Verbindungspflicht. Das heißt, ihr müsstet euren Steam-Account mit dem PSN, PlayStation Network-Account, verbinden. Und das, sagen wir mal, kam nicht ganz so gut an. Vor allen Dingen wahrscheinlich in diesen Ländern, in denen man überhaupt keinen PSN, also PlayStation Network-Konten, aufsetzen konnte. Es kam also, wie es kommen musste. Die Community war sehr unzufrieden mit der Situation und hat eben das Spiel boykottiert, beziehungsweise sich lautstark beschwert. Und tatsächlich hat Sony auch eingelenkt, was sie auch irgendwie mussten, weil viele Leute, die das Spiel schon gekauft hatten, konnten ja dann teilweise nicht mehr darauf zugreifen und hat sich dann auch entschuldigt und eben diese Linkung rückgängig gemacht, dieses Verlinken der beiden Accounts. Und die Begründung für das Verlinken der beiden Accounts spielt eben eine wichtige Rolle, um die jetzige Situation zu verstehen. Deswegen müssen wir auch so weit ausholen. Denn sie sagen ganz klar, wir wollen diese Linkung haben, damit wir eine Sicherheit für die Spieler gewährleisten können, damit sie nicht von irgendwelchen Cheatern oder irgendwelchen anderen Problemen betroffen werden, aber eben auch um die Sicherheit der PlayStation und PlayStation Studio Games zu bewahren, also auch gegen Piraterie vorzugehen. Das ergibt ja auch irgendwo Sinn, wenn wir uns Helldivers 2 anschauen, was ja nun ein eigentlich multiplayer-zentriertes Spiel ist und damit eben auf jeden Fall in Gefahr läuft, von Cheatern oder sonst was überlaufen zu werden. Problem ist aber, bei Ghost of Tsushima zum Beispiel ist dasselbe Prinzip eingetroffen, wo man eigentlich ein Singleplayer-Game hat mit Online-Komponenten, wo aber auch die Linkung gefordert worden ist. Also von daher kann man da schon hinterfragen, warum ist das so nötig? Aber auch das könnte man noch verstehen, es gibt ja Multiplayer-Elemente. Von daher ergibt das ja Sinn, dass sie angeblich die Spieler schützen wollen. Ne? Zwinker, zwinker, nichts anderes natürlich. Und das Problem ist, jetzt haben wir eine neue Situation. Und um die Situation gut einzuführen, gucken wir uns auch mal den ersten Teil hier an von eben dem Statement dazu, dass diese Linkung aufgehoben wird. Ah, wir sind noch immer dabei zu lernen, was am besten für die PC-Spieler ist. Und euer Feedback ist sowas von wertvoll. Also wirklich vielen, vielen Dank nochmal für die fortgesetzte Unterstützung von Helldivers 2. Und wir werden natürlich weiterhin Updates fahren, ganz klar. Also ich finde ja, diese Entschuldigungsstatements von diesen Firmen hören sich immer an wie dieses typische South Park-Meme. Sorry. Nur um danach weiterzumachen, wie man es vorher getan hat. Und deswegen schauen wir uns das hier einmal an, denn God of War Ragnarök, das neueste Spiel von der Saga, kommt auch endlich auf den PC. Und wir reden ja eh hier hauptsächlich von PC-Spielern, ist ja ganz klar. Und dieses PC-Spiel kommt am September 2024, ist ja ein Singleplayer-Spiel, wissen wir ja alle. Da geht also darum, dass wir wieder mal unseren guten Kratos begleiten und Atreus durch die verrückte Welt, die sich da aufstellt und wo man hauptsächlich die ganze Zeit Viecher zerfetzt mit irgendwelchen coolen Flashy-Animationen. Und ja, das ist ja alles super, jeder wird sich drauf freuen. Ich denke mal, da hat man Spaß dran, ein paar Stündchen und kann sich auf jeden Fall in diese Welt mal eintauchen lassen. Aber wenn wir jetzt mal auf die Seite hier schauen, dann sehen wir hier unten sowas. Hinweis: Erfordert PlayStation Network Konto. Es gelten die Benutzungsbedingungen von PlayStation, bla bla bla. Das heißt, Sony hat sich entschieden, dieses Spiel, ein Singleplayer-Spiel, was jetzt rauskommt auf dem PC 2024, am 19. September, also nach der ganzen Situation mit Helldivers 2, auch wieder mit diesem PSN-Zwang zu besetzen. Was wieder und noch immer bedeutet, dass viele Länder, und da schließen wir zum Beispiel schon fast den ganzen Kontinent Afrika mit ein, keine Chance haben werden, dieses Spiel zu spielen, weil es da keine PSN-Accounts gibt und man deswegen das Spiel auch nicht kaufen kann.
Und wenn wir uns jetzt wieder zurückerinnern an den Artikel, da ging es ja darum, dass die PC-Spiele durch die Möglichkeiten von PlayStations Network halt irgendwo geschützt werden vor Cheatern, Abusern, Griefern, also all den bösen Menschen, die es halt online im Internet gibt. Wenn ich aber ein Spiel habe, das keine Internetkomponente hat, wie eben Ragnarök, warum muss ich das dann trotzdem einführen? Das wäre jetzt die Frage, die man sich stellen kann. Dazu sollte man ergänzen, dass zu der ganzen Helldivers 2-Thematik, als sich ja PlayStation und Sony entschuldigt haben, noch dieses Update hier kam von den, ja, ich sag mal Richtlinien von Sony. Und zwar haben sie sich ja entschuldigt dafür, dass diese Linkung halt notwendig war, nachdem das Spiel schon raus war, haben aber gleichzeitig das hier eingefügt. Die alte Version ist das hier. Signing into PSN is optional when playing a PlayStation game on PC. Das heißt, wir müssen uns da nicht einloggen, nicht mal einloggen. Und die neue Variante ist jetzt, some PlayStation games may require you sign in and link to an account for PSN. Das heißt, hier muss ich sowohl mich einloggen, als auch meinen Account verbinden. Das ist gleichzeitig, wenn wir oben gucken, sehen wir den 3. Mai, das ist also schon ein Monat her, aber da ist gleichzeitig die Thematik mit Helldivers gekommen. Das heißt, sie haben sich entschuldigt, das hier steht aber noch immer drin. Bedeutet im Umkehrschluss, dass PlayStation niemals vorhatte, diese Änderung rückgängig zu machen, also wenn es um das Gesamtbild geht, nur bei Helldivers 2, weil es eben so publik war und die Spieler sich so sehr beschwert hatten. Langfristig gesehen wollten sie aber auf jeden Fall diese Linkung überall mit drin haben und deswegen haben wir sie jetzt auch in Ragnarök mit drin. Um jetzt mal zur Meinung zu kommen, ist es wirklich schwierig zu verstehen, warum macht PlayStation das? Sie haben ja wirklich jetzt viel hinter sich mit diesen Kündigungen, mit Helldivers 2, aber auch ein paar Aussagen, die sie über Twitter und sonst was getätigt haben, haben sie ja wirklich ins Klo gegriffen. Und sie wollen ja hier eigentlich einen neuen Markt erreichen. Die wollen ja PC-Spieler für ihre Spiele begeistern und diese Exklusivität hier aufheben. Natürlich immer Jahre verzögert, wie wir jetzt bei Ragnarök sehen, aber trotzdem. Warum mache ich dann so einen Move? Das ist ja PR-technisch absolut schlecht, weil ihr kriegt doch keinen guten Ruf dadurch, wenn ich mir sage, ich entschuldige mich erstmal für irgendetwas, was ich getan habe und führe es dann doch wieder bei anderen Spielen ein. Und es ist ja auch einfach die Frage, ist das überhaupt sinnvoll bei Ragnarök? Ich kann natürlich jetzt nur vermuten, was die Gründe sein können, habe wahrscheinlich vollkommen Unrecht, also bitte steine ich mich nicht direkt. Aber wir müssen doch einfach mal darüber reden, was sind denn mögliche Dinge, die PlayStation sich davon verspricht, außer eben den Unmut der Spielerschaft auf sich zu ziehen. Eine erste Überlegung in diese Richtung wäre einfach nochmal auf das Statement einzugehen. Im Statement steht ja ganz klar, sie wollen die Computerspieler schützen vor Cheatern und so weiter. Gleichzeitig sagen sie aber auch, dass sie die Spiele ihrer Firma halt schützen wollen, also eben Piraterie verhindern wollen. Das Problem ist dabei, und das scheint deswegen zu sein, weil PlayStation einfach nie von der Konsole weggekommen ist, dass man beim PC Piraterie nicht verhindern kann. Wenn ich ein illegales Spiel haben will oder ein Spiel mir illegal erwerben will, werde ich das auf jeden Fall tun. Und im Gegenteil sogar, wenn ich doch x Länder, also hunderte Länder ausschließe von eben diesem Spiel und dem Zugang zum Spiel, werden diese Leute aus diesen Ländern natürlich gerade einen anderen Weg suchen, um sich das Spiel zu besorgen. Und das heißt nicht, ich gebe euch 60 Euro, sondern das heißt, ich werde es mir irgendwo illegal herunterladen. Ein anderes Gerücht sagt aus, dass sie eben ihre PSN-Nummer nach oben treiben wollen, um damit besser dazustehen und vielleicht sogar dieses Netzwerk nochmal zu rechtfertigen. Weil so wie bei Ubisoft und EA mit diesen ganzen Launchern und diesen ganzen Knock-ins und so weiter, ist die Rechtfertigung ja immer schwierig zu erreichen, würde ich sagen. Aber was das wirklich bringt, also wenn sie das präsentieren wollen, ihren Shareholdern oder so, kann ich jetzt irgendwie nicht ganz so nachvollziehen, weil eigentlich ja da die blanken Verkaufszahlen relevant sind und nicht wie viele sich jetzt gerade in irgendein Netzwerk angemeldet haben. Aber natürlich kann ich mich da vollkommen irren. So oder so wäre es ja dann auch sinnvoll, das einfach mal transparent zu machen. Aber das ist ja schon ein riesiges Problem in der Gaming-Industrie, da kann man ein eigenes Video zu machen. Denn diese Transparenz würde einfach den Spielern helfen zu verstehen, warum es denn nötig ist in deren Augen. Wenn es dann irgendeine monetäre Sache ist, dann ist es ja okay, dann sollen sie es einfach mitteilen und gut ist, da hat man einmal darüber geredet, aber man muss halt bedenken, dass man einen riesigen Markt ausschließt, natürlich nicht so groß wie wahrscheinlich die klassischen westlichen Länder, die immer alle Spiele kaufen, aber eben doch einen Markt ausschließt, den man ja eigentlich bei den PC-Spielern auch aufmachen will und erweitern will. Und man vergrault natürlich auch viele Spieler, weil die einfach denken, ja, was soll das? Warum muss ich mich jetzt schon wieder in einen zusätzlichen Account einloggen und den auch nochmal verbinden, nur um dieses Spiel spielen zu können, was ein Singleplayer-Spiel ist. So oder so ist es sehr schwer zu verstehen, warum PlayStation diese Aktion durchführt. Ich meine, sie sind jetzt konstant in der Öffentlichkeit, wegen irgendwelchen Dingen, die negativ auffallen, werden konstant kritisiert und immer wieder vorgeführt. Und die PlayStation soll ja auch nicht im besten Zustand sein. Und ich verstehe dann einfach nicht dabei, warum man immer wieder nach außen tritt und immer wieder solche Aktionen reißt. Man hätte das Ganze doch wesentlich besser kommunizieren können, einfach um die Fans mal ein bisschen zu beruhigen.
Aber im Endeffekt werden es wahrscheinlich trotzdem wieder alle Leute machen, ihre Accounts verbinden, das Spiel kaufen. Von daher ist es wahrscheinlich wieder eine kleine Aufregung. Bis September ist es vergessen. Und das hofft man halt eben auch bei Sony, dass man auch nicht mehr über Helldivers nachdenkt und damit auch die Geschichte abschließen kann. Was das Ganze für mich erschwert ist, wir haben ja ein Spiel, God of War, auch Helldivers, die verkaufen sich ja wie sonst was, kommen super an. Warum macht man sich selber das Leben dabei schwer als so eine Firma, nachdem man halt eigentlich auch schon viele Leute entlassen hat und angeblich schlechte Zahlen verzeichnen, macht man sich ja damit trotz der guten Spiele einfach mehr Arbeit, mehr ja, Unmut bei den Fans, als eigentlich nötig ist. Naja, ihr könnt mir ja sagen, was eure Meinung ist. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein Like da, damit ich weiter solche Recherchen machen kann und euch immer mal die neuesten Nachrichten bringen kann. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne mal bei Twitch vorbeischauen, da streame ich ab und zu mal, oder Mitglied des Kanals werden. Und sonst könnt ihr euch hier oben noch die Videos anschauen, die hier gerade aufploppen. Und wir hören uns beim nächsten Mal.